So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Brothers. Also ich muss mich vorerst mal ein bisschen entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet. Schleppt die Erkältung schon die ganze Woche mit mir rum, das ist echt ekelhaft. Aber ich denke, es geht. Und deswegen spielen wir jetzt einfach mal weiter. Wir erinnern uns, wir sind gerade mit diesem seltsamen Fluggerät an diesem Turm angekommen. Und die zwei haben sich ein Seil umgeschnallt. Mit diesem Seil können wir ganz lustige Sachen machen, nämlich hin und her schwingen. Was auch essentiell wichtig ist. Und da besteht halt auch wirklich die Gefahr, dass man den Falschen loslässt. Das wird mir bestimmt mal passieren oder so, ja. Das werdet ihr bestimmt mal mitkriegen oder so. So, genau. Dann so. Und jetzt können wir wieder mit beiden nach oben springen. Dann funktioniert das nämlich. Genau. So. Muss ich wirklich ein bisschen konzentrieren hier. Dass man nicht den Falschen loslässt. Das kann nämlich ganz schnell mal passieren. So, genau. Die Stelle, muss man sagen, ist ein bisschen egal. Aber nichtsdestotrotz. Interessant, wirklich interessantes Ding gemacht. Überhaupt die ganze Spieldynamik finde ich auch immer noch sehr interessant. Ah ja, genau, jetzt habe ich nämlich den Großen nicht losgelassen. Deswegen hat er die ganze Zeit rumgeschrien. So, hier können wir. Ist da vielleicht noch was? Nicht direkt, aber. Das nennt sich doch schon wieder den Screenshot. Ja, warte. Ja. Das war was? Oh, scheinbar nicht. Geht denn da keiner hin? Was ist denn da? Fest, ne? So, da ist er wieder. Dann gucken wir mal hier noch kurz. Oh, sieht so aus, als könnte es hier lang. Sieht. Das habe ich noch nicht. Ne, geht auch nicht. Schade. Dachte ich schon, ich hätte ein kleines Gimmick gefunden oder so. Ist das so? Und? Okay. So, dann klettern wir dieses Gitter hier hoch. So, da gehen wir auch mal nach links. Genau, auch nicht weiter. Das ist okay. Wir müssen ja eh hier rum. Die ist ziemlich verfallen. Und gut möglich, dass da keiner mehr drin wohnt. Falsch. So. Einmal schwingen. Noch ein bisschen weiter. So. Ja, das war der falsche. Seht ihr, jetzt ist es passiert. Es geht mal ganz schnell, ja. Besonders wenn der kleine links ist und der große rechts. Da sollten wir uns vielleicht ein wenig beeilen. Man sieht, da ist wohl auch schon eine ganze Weile keiner mehr lang geklettert. Oh, schnell weg. Zum Glück nichts passiert. Aber jetzt gucken wir mal. Nein, da geht's ja auch nicht an. Wäre ja auch zu schön gewesen. Egal. Dann eben weiter hier. Ja. Einmal hier, einmal hier. Und nach oben. Und nochmal. Und jetzt kann bloß noch der Große weiter. Und den Kleinen müssen wir wieder rüberschwimmen. Jetzt kann der Kleine. Genau, mit dem Großen. Jetzt wieder darüber schwimmen. Da. Genau. Das passiert. Kann man nicht viel machen. Genau, mit dem Großen da hochspringen.
Ah. Oh, das war zu tief. Na gut, dann probieren wir es gleich nochmal. Ein bisschen blöd gelaufen. Passiert, passiert. Macht ja. Nichts. Ist nichts kaputt gegangen. Die zwei sind ja zum Glück unsterblich. Mehr oder weniger. Los, schwimmen mal darüber. Man sieht schon, beim ersten Mal hat es alles ein bisschen besser geklappt, aber wenn man gleichzeitig quatscht, dann ist es eben auch nicht mehr, dann wird es nicht leichter, sag ich mal. Genau, so, den los ist. Jetzt darüber schon. So. Und noch ein Stück nach oben. So! Wäre diese Passage auch erledigt. Oh, hier gibt's auch nichts mehr. Warte mal. So, das bietet sich doch auch gut an. Für einen kleinen Screenshot. Nehmen wir natürlich mit. Das sind ja gratis. So. So, also wenn man sich die zwei ein bisschen zusammenhält, dann geht es ein bisschen leichter, aber viel leichter auch nicht, würde ich sagen, ja. Ah ja, das bietet sich auch nochmal an, dann nehmen wir auch nochmal einen mit. Ist immer so, wenn die Kamera rausscrollt, dass man die Aussicht ein bisschen genießen kann, dann mache ich natürlich ein kleines Bild für euch. Und genau. Wie gesagt, ich habe jetzt die ersten drei Folgen hochgeladen. Ich werde wahrscheinlich die erste heute online nehmen. Und dann... Und dann natürlich auch auf Facebook die Screenshots vom ersten Teil posten. Ach, verdammt. So viel dazu. Gehen. Genau. So, jetzt Ingos ist. So, und den dann nochmal. So. Genau. So. Wir sehen, der Turm ist nicht mehr der stabilste. Ja. Ja. Das sieht alles nicht so prickelnd aus. Mit den Klemmen mal da rumgehen. Weil sie jetzt das Seil eigentlich abmachen könnten, meine ich. So, wir haben jetzt so lang balancieren. Kann er zum Glück ganz gut. So, dann jetzt, und da unten sehen wir schon einen Tisch mit Essbesteck und Geschirr. Ziemlich groß alles. Auch die Stufen sind nicht unbedingt für Menschen gemacht. So wie es aussieht. Schon sehr prickelnd. Genau, die Stufe ist kaputt. Dann gehen wir doch einfach durchs Fenster raus. Und wieder weiter sprengen, klettern. Ich muss schon sagen, die zwei haben wahrscheinlich eine Ausdauer, das ist nicht von schlechten Eltern. Und da hoch. Sehr schön. So, jetzt macht sie auch das Seil los. Merken, brauchen sie nicht. Aber da geht's nicht weiter. Wenn sich das immer wieder ein bisschen komisch anhört. Wenn es entweder ich, der seinen Kaffee trinkt, oder die Leute, die draußen im Treppenhaus bei uns rumpoltern. Ich krieg's wahrscheinlich selber nicht mit, weil ich Kopfhörer auf hab. Aber da draußen poltern heute Leute rum. Keine Ahnung, was die da machen. Vielleicht zieht einer aus oder um oder keine Ahnung. Aber naja. So, und weiter geht's.
Wir sehen, dass es alles nicht keine Menschen dort ist. Und ich glaube, in Relation zu der Treppe, die wir gesehen haben, waren es auch ziemlich kleine Stufen, muss ich sagen. Aber da oben ist ein Käfig mit irgendwas drin, ein seltsames, keine Ahnung, Vogel oder sowas, nehme ich mal an. Guck mal hier. Sieht nach einer Eule aus. In dem Buch. Okay, also irgendwer. Irgendwer zeichnet hier oder so. Macht hier irgendwie so auf das Bett. Das kein bisschen nachgibt, das ist wahrscheinlich ein steinhartes Bett. Soll ja gut für den Rücken sein oder so. Ah, komm. Kleiner wieder hoch. So, große da lang. Kleine hinterher. Sehr schön. So funktioniert das. So. Und wir gucken das mal an. Ja, hier haben wir auch Eulen oder so. Gucken uns das mit dem Kleinen mal an. Ja, sieht man leider nicht viel. Jetzt gehen wir mal so da rum. Einmal so, einmal so. Machen wir mal einen Screenshot. Das arme Tierchen, man sieht auch die Blutflecken rundherum anscheinend, dass tatsächlich jemand ausgehend dadurch sucht. So, mit dem Kleinen passen wir durch die Gitterstäbe und können dort hochspringen. Und da, das war etwas ein kleines Versäumnis meinerseits. Na, was ist denn los jetzt? Na, was ist denn? So, jetzt darüber. So, mit dem Großen gehen wir mal gleich hier hin. Wir sehen, die Kette hält den Käfig irgendwie. So, und dann können wir darüber springen. Der Kleine ist natürlich nicht schwer genug. Aber das macht nichts. Weil der Große schon. Und was sehen wir? Einen kleinen Eulengreif oder sowas in der Art. So wie es aussieht. Ich würde es mal Eulengreif nennen. Leila. Und wir dürfen streicheln. Sehr schön. Und man sieht auch, das arme Tier ist abgeschunden. Gott weiß, wie lange das schon da drin sitzt oder was mit dem armen Tier gemacht wurde. Und ja. So. Nee, du bist frei. Ja, aber es lädt uns ein. Wir dürfen aufsteigen. Das ist für unsere Zwecke sehr, sehr passend. Also ich muss mal gucken, vielleicht schaffen wir es sogar das Spiel heute durchzuspielen. Und wieder einmal dürfen wir fliegen. So, wir hatten eine kleine Rückblende und ich weiß nicht,
eine Tier hat es nicht überlebt. Das können wir eine Feder machen. Das ist jetzt. Keine Ahnung, also die Feder ist nicht, ob ich jetzt so schon aufnehmen konnte. Oder nehmen wir mal die großen auf. Wir nehmen sie einfach mal mit. Das probieren wir jetzt mal aus. Na komm. So. Gott weiß, vielleicht kann man sie ja wirklich noch brauchen. Wir sehen hier da unten schon irgendwie eine große Figur mit einem Speer oder sowas. Vielleicht sieht es auch nur so aus, ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon, aber ihr wisst es nicht. Von daher. Wahrscheinlich. Ach da. Und ja gut, die Feder ist weg. Na gut. Aber wir ziehen weiter. So. Hey, Nai! Und wir sehen, hier gibt es wirklich große Figuren. Anscheinend hier eine Art Krieg getobt. Da nehmen wir auch nochmal einen Screenshot mit. Ein toter Riese. Viele tote Riesen, wenn man genauer hinguckt. Anscheinend hat hier wirklich ein Krieg getobt. Ein Riesenkrieg. Und ja. Hier ist auch. Da! Er sperrt uns jedenfalls den Weg. Die Geier sind auch schon schwer beschäftigt, die Leichen zu fleddern. Und jetzt, genau. Wir sehen hier, kann man etwas machen. Wir müssen nämlich die Gliedmaßen der Truppen ein bisschen hin und her schieben, damit wir durchkommen. Und ein bisschen mit Leichen zu spielen, ist schon eine ziemlich makabere Idee von dem Spiel. Aber ja. Genau. Hier, man sieht, sie bluten noch. Das heißt, es kann nicht allzu lange her sein alles. So. Oh, genau, hab ich vergessen. Ja. Kleine kann ja nicht schwimmen. So. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier rein. Gucken, ob es hier was gibt. Aber scheinbar nicht. Wir sehen nur, wir können da oben drüber klettern. Ah ja. Genau. Ah ja. Der Kleine kommt nicht an, ja. Das passiert, wenn man die falsche Taste drückt. Aber macht nichts. Genau. Wir können nicht mit ihm ins hier reinhängen. Und dann biegt sich der Ast nämlich nach unten. Und damit kommen wir mit dem Großen daran. Auch sehr schön gemacht. Ich frage mich nur, was die zwei machen würden, wenn der Ast plötzlich abbricht. So. Genau. Geht das schon von hier? Nee. Okay, dann müssen wir tatsächlich nicht weiter hier lang. Ah, okay. Nein. Wahrscheinlich ganz vorne springen. Ist da noch richtig ein Baum? Irgendwie kriege ich es gerade nicht so richtig auf die Reihe. Moment. Nein, immer noch nicht. Gut. Jetzt hier lang weiter? Nein. Hm.
Könnten wir vielleicht hier hoch irgendwie? Auch nicht. Dia! Ach. Ja, den Riesen können wir nicht wegschieben. Mir ist jetzt auch klar, warum es nicht funktioniert hat. Weil ich immer den falschen gedrückt habe. So. Genau, und das schiebt den Riesen herunter. Ich will ihn mal kurz ausprobieren. Ob ich vielleicht. Geht das noch? Ach, jetzt können wir gar nicht mehr da spielen. Ja, okay, na gut, dann gehen wir da unten lang. Ist auch in Ordnung. Und noch kurz hin. Ja, auch nicht wirklich was. Können wir hier vielleicht den Baumstamm hochklettern? Ach, da! Da! Nee. Na gut, dann weiter. Und wir sehen, das Blut der Riesen färbt den Fluss rot. Das hat später doch eine kleine Bedeutung. Aber das sehen wir alles, wenn es soweit ist. So, wir gehen hier weiter. Genau, das Bein des Riesen versperrt jetzt nämlich wieder den Weg. Jetzt kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, dass die zwei über Leichen gehen. Naja, obwohl jetzt noch nicht. Ich glaube, das kommt aber noch. Aber ich bin mir nicht sicher. Na gut. Dann hier wird diese Axt spazieren. So. Der Geier. Hier. Ja. Die zwei sind reichlich angewidert. Zu Recht, ja, ich würde auch nicht unbedingt. Bei mir hing es wahrscheinlich mit dem Blutfluss zusammen. Aber. Ja, Gliedmaßen abhacken und so. Ich bin gelernter Metzger, von daher würde mich das jetzt weniger. Okay. Und wir sehen da unten eine Art Kult, der da irgendwas anbietet. Okay. Gehen wir weiter. Und, ja, komm. So, genau. Jetzt gehen wir hier lang. Und da hoch. Und jetzt gibt es nämlich ein kleines Gimmick. Dort ist nämlich ein Horn. Das werden wir jetzt mal benutzen. Und wer ganz genau hier hingehört hat, da gab es vorher schon Hornstöße. Und jetzt sind die aufgehört, wir haben praktisch geantwortet. Und ja. So, Keller, hier, ja, komm, so. Das ist ein bisschen tricky manchmal, die verhaken sich nämlich hin und wieder in so kleineren Stellen. So, und jetzt müssen wir nämlich die Armbrust betätigen. So. So, das ist. Und dann eher den Hebel ziehen. Headshot! Oh, Nayi! Ja! Er schimpft seinem Bruder, dass er den Riesen abgeknallt hat. Ja, gut. So viel dazu. So. Ich kann jetzt da rüber. Ja. Wir können nicht über den Riesen spazieren. Das wäre nämlich der Punkt gewesen. Wir sehen, hier ist der Fluss schon wirklich extrem rot. Vom Blut der Riesen. Anscheinend bluten die auch schon eine ganze Weile. Also es hätte sich da unten wahrscheinlich in so kurzer Zeit noch nicht direkt Kult gebildet. Genau,